Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo, und wir sind zurück bei Victoria 3 mit Österreich, Deutschland, Dings. Wir sind noch in dem Krieg um Sukuma und um Spanien fertig zu machen. Wir sind zwar auch mit Frankreich im Krieg, aber mit denen haben wir keine Kriegsgründe gebaut, weil, um ehrlich zu sein, wenn wir das zu mühsam Frankreich in die Knie zu zwingen. Spanien sollten wir schaffen. Wir haben da schon eine Anlandung gemacht und mit etwas Glück die Hauptstadt erreicht. Und dann sind wir Spanien auch. Sukuma wird wahrscheinlich relativ bald sich ergeben. Hoffe ich. Warte mal, was ist da los? Hä? Muss ich das verstehen? Wieso hat Frankreich dieses Gebiet? Können es doch gar nicht erobert haben, oder? Ah, ich verstehe schon, die haben sie erobert. Das kann auch nicht. Warte, warte, warte. Wieso verteidigst du nicht? Ach, so ein Dreck. Erobern die das da hinten alles, oder wie? Also bitte daher gehen zum Verteidigen. Hallo? Ach, dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Also die Steuerung ist. Ach so, warte mal, da kann man nicht hingehen. Wieso können wir dort nicht hingehen? Okay, auf jeden Fall kannst du da wieder angreifen. Weil, da ist eh kein Verteidiger mehr, oder? Mal, kannst du zum Verteidigen? Nein, kannst du nicht. So, das ist eine interne Grenze. Okay, warte mal. Doch wieder verteidigen. Hier. Das ist bescheuert. Okay, wurscht. Sukuma wird eh bald fallen, also so gesehen. Kann es uns egal sein. Die Spanier werden hoffentlich auch gleich fallen. Alles ist gut. Alles wird gut. Wir werden diesen Krieg ohne grobe Probleme. Die werden kapitulieren, die werden dann auch kapitulieren, hoffe ich, sobald wir die Hauptstadt haben. Und wir werden die Hauptstadt haben, so wie es ausschaut. Und da ist die Seeschlacht. Die dürften wir auch gewinnen. Das finde ich gut.
Mal, ob das dann da unten besser funktioniert. In Ostandalusien als in Westandalusien. Viel besser. Okay, sagt sie mir. Bist ein guter Angreifer. Also bitte da angreifen. Was? Belgien beschädigt unsere Beziehungen? Das finde ich nicht richtig. Hey, wir haben das Pasteurisieren entdeckt. Das habe ich in der Schule letztens gemacht. So. Wie? Was? Was zum Henker? Was ist da los? Was? Wieso funktionieren die Kämpfe hier nicht mehr? Naja, ist egal. Sie kommen richtig gleich zusammen. Was? Warte mal, kann es sein? Oh, ich glaube, ich weiß, was woran es liegt. Könnte sein, dass ihr 100% Dings habt. 100% Attrition. Prozent Supply. Okay, na gut. Hatte ich schon mal. Ich bin so dumm. An das muss man natürlich denken. Das Convoys darunter natürlich. Und du machst das eigentlich auch. Sonst werden die nicht versorgt. Stimmt. So, und du, da im Norden, als Escort Boys, hier. So, aber ich glaube, Spanien sollte jetzt bald im Minus sein, ja. Und ein schönes Minus pro Woche haben. Verfeigt.
So, und was sollte jetzt kapitulieren? Yo, man. Nicht gut. Könnten wir dich eigentlich da jetzt? Ich hoffe einfach, dass dann die Dings bald kommen. Diese Schibernackeln und dann die Niederlagen da unten ein bisschen zu wegzunehmen. Gut. Ich finde es nett, dass die Front sich da so in Richtung Süden entwickelt hat. Echt? Die Osmanen geben uns auch ein Embargo. Wir sind eh die Guten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Guten sind. Wir verbieten Sklaverei in Spanien. So, jetzt mal gleich das Land in zwei geteilt. Okay, Spanier sind total brechen jetzt das Saal zusammen. Du gehst bitte daher. Andere Front. Wir haben schon wieder zu wenig Gebäude in der Bauliste. Wir produzieren einfach zu schnell Gebäude. Wir stapfen die quasi aus dem Boden. Okay. Komm schon, Spanien, gib auf. So, apropos, wir stampfen so, was brauchen wir noch? Wir brauchen Rubber. Aber das kann man nicht mehr weiter produzieren. Das haben wir schon mehr als genug. Also, nein, Blödsinn. Wir haben es nicht mehr als genug. Wenn wir es mehr als genug hätten, müssten wir es nicht produzieren. Hätten wir keinen Dings. Wir können auch nichts mehr importieren. Da bin ich mir relativ sicher. 15 aus Großbritannien und 4 aus Grau Paranini. Ist natürlich wenig. Wir können auch keine neuen bauen. Weil wir keine mehr haben. Ja. 3. Synthetikfabriken. Dann brauchen wir 5. Baden brauchen wir auch nochmal 5. Birnen brauchen wir auch noch 5. Schließlich 5. Passt, außerdem
Machen wir noch Plantagen. So, Blei. Uff. Können wir Blei anbauen? Anbauen ist gut. Steiermark. Achso, puh. Das sind nur 1200, nicht nur 22.000. Ja, bauen wir einfach. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, da machen wir auch noch was rein. Uns gehen langsam die Arbeitskräfte aus. Einfach alles haben. Auch noch 5 rein. Eurex, Westgalin. Doch noch eins dazu gekriegt. Tools. Sicherlich auch ausbauen. Gleich mal. Einer Studien, wenn wir es können. Fehlen uns tatsächlich nur einmal 1000 Stück. So, passt. Machen wir weiter. So, ein paar Aufträge in der So, warte mal. Müssen wieder Eisenbahn, müssen wir auch wieder bauen. Mal Eisenbahnen reinhauen. Okay, warte mal, was ist da los? Welche Front? Ich glaube, ich hasse das so sehr, also diese Front, okay. Und im Norden ist gesichert gegen Frankreich. Uff.
Na gut, soll sein. Warten wir noch bis Spanien kapituliert. Wahrscheinlich so. Kann nicht mehr länger als eine Woche dauern. Oh, bei der Sizilien hat eine Revolte. So, bist du ein Freund oder ein Feind? Du bist ein Feind. Bist du ein Freund oder ein Feind? Du bist auch kein Freund. Wisst ihr was? Fragt euch ein. Wir sind raus. Was mit der Kapitulation von Spanien? Minus 100? Oh, Andalusien hat das der Badajoz auch dazu gekriegt, finde ich. Mach nochmal sowas Spanien und wir nehmen dir das nächstes Katalonien weg. Perfekt, so, schauen wir mal. Frankreich. Z-Times for White Peace. Lust, Stil und mit dem Krieg. Finde ich Krieg gewonnen. Frankreich hat sein Dings halten können. Seinen, wie sagt man, sein Gesicht wahren können. Wir haben Subkuma gekriegt. Wir haben Spanien entscheidend geschwächt. Alles perfekt. Okay, meine Herrschaft. Es hat mich wieder sehr gefreut. In between Episodes werde ich jetzt noch meine Produktionslisten weiter aufbauen. Ich werde wahrscheinlich auch noch mehr Construction Yards bauen. Und möglicherweise werde ich so lange spielen, bis wir nicht famous sind. Und dann werde ich auch gleich weitere interessante Handelssachen machen, Diplomatie. Na gut, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss euch.